Herzlich willkommen zur Social Media A-Vorlesung im Sommersemester 2022, das sich bereits dem Ende zuneigt. Wie in jedem Semester ein Highlight, auf das ich mich sehr freue. Wir haben heute einen Gastvortragenden, Gastlektor Thomas Geiswinkler von LinkedIn Österreich, wird uns erzählen, welche Rolle Storytelling im Business-Kontext spielt oder spielen kann, wird er noch nicht von allen eingesetzt. Sie wissen, wir haben uns im Lauf dieses Semesters bereits über LinkedIn unterhalten. Ich habe Ihnen auch versucht, ein wenig zu vermitteln, wie wichtig ein gut überlegter Personal Brand ist und dass es für Sie hochgradig Sinn macht, sich bereits vor dem Beginn der konkreten Karriereplanung Gedanken über den Aufbau Ihres Netzwerks zu machen. Ich denke, ich freue mich einerseits, weil ich kenne Thomas' Vortrag, er ist inhaltlich sehr spannend. Er ist aber auch sehr, sehr hilfreich und ich denke, da können Sie viel mitnehmen, auch was Ihre eigene Präsentation in Social Media betrifft. Ich möchte gar nicht mehr lange reden, bevor ich das Wort an Thomas übergebe, nur eine kleine Anmerkung, weil es so gut dazu passt. Wie Sie ja wissen, ist Microsoft seit, ich glaube, mittlerweile 3 oder 4 Jahren Besitzer von LinkedIn und Microsoft muss natürlich als börsennotiertes Unternehmen Quartalsberichte veröffentlichen. Der Bericht zum Q1 2022 ist letzte Woche erschienen. Und da sind eben auch immer sehr viele äußerst interessante Zahlen zu LinkedIn enthalten. Unter anderem auch einige Informationen zu Umsatz, Gewinn und der Altersverteilung. Und das finde ich deshalb interessant. Ich habe auch gestern ein Posting dazu veröffentlicht. Wir haben nach wie vor den überwiegenden Teil der LinkedIn-Nutzerinnen. Das gilt international genauso wie im deutschen Sprachraum. In der Alterskohorte oder in dem Alterssegment zwischen 35 und 55. Das ist relativ viel, das sind 20 Jahre. Man könnte auch davon ausgehen, dass viele 35-Jährige wahrscheinlich andere karrieretechnische Fragen oder Themenstellungen haben als, ich sage mal, 54-Jährige. Aber nichtsdestotrotz in den jüngeren Gruppen, also in der Gruppe, zu der Sie großteils zählen, 18 bis 25 und dann auch bei den Älteren, die sind relativ ähnlich verteilt, das sind jeweils zwischen 15% und 20% in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Man könnte also sagen, LinkedIn ist sehr stark angekommen bei Personen, die schon seit zumindest einigen Jahren im Berufsleben stehen, aber gerade bei Berufseinsteigern gibt es da noch sehr viel Potenzial. Wenn Sie die Zahlen genauer nachlesen wollen, werfen Sie einen Blick auf mein LinkedIn-Profil und damit, lieber Thomas, danke, dass du heute bei uns mit dabei bist und ich übergebe das Wort an dich. Vielen, vielen Dank, Richie. Ja, die Aufbereitung der Zahlen, wie du sagst, bei den ganz Jungen und die in der Ausbildung stehen, noch Luft nach oben. Aber vielleicht kann ich ja den einen oder anderen heute motivieren. Wie immer kurz die Technik. Ich gebe da den Bildschirm frei und wenn du mir ganz kurz bestätigst, dass wir da jetzt eine Folie sehen. Jawohl, ich sehe die klein und rund in der Mitte und die Titelslide. Perfekt. Dann legen wir doch einfach los. Und zwar mit einer eher düsteren Prognose an euch alle. Ich weiß, formal per Sie, ich versuche es über das euch zu umschiffen. Das Internet ist leider verstopft. Es ist es ist viel zu viel und wir sind schuld daran. Und sowas Verstopftes ist immer sehr unangenehm für die, die so einen Plömpel schon mal im Einsatz gehabt haben. Es ist selten eine sehr angenehme Betätigung, wenn man den braucht. Das Ganze hat einen Hintergrund. Und über den möchte ich ein bisschen sprechen und euch generell auf eine Reise mitnehmen durch Social Media und dazu, warum Geschichten vielleicht ein guter Ansatz sind, das Ganze zu lösen. Ich habe da eine Zahl mitgebracht. Wir reden ja ganz gern im Internet von irgendwie Milliarden, entweder weil es Milliardenumsatz oder Milliardengewinn oder Milliardäre sind. Aber in dem Fall sind es doch 100 Milliarden. Ich habe es extra dazu geschrieben. Ich habe dreimal nachgeschaut, ob ich genug Nullen genommen habe. Das sind 100 Milliarden. Und das ist isoliert betrachtet einfach irgendeine große Zahl, die man sich nicht vorstellen kann. Bringt nichts. Was erzählt er da? 100 Milliarden ist das, was an einem Tag auf WhatsApp passiert. Jetzt nehmen wir an, dass hier in der Runde 99% WhatsApp nutzen. Das ist so ungefähr die Verteilung am Markt im deutschsprachigen Raum, also nahezu alle. 100 Milliarden Nachrichten an einem einzigen Tag. Der charmante Herr da ist Ramses III. Und wenn Ramses III. Beschlossen hätte, dass es die Technologie schon gibt und er quasi eine Sekunde pro WhatsApp-Nachricht, die wir an einem Tag schicken, verwendet. Also sagt, passt, mach mal, ich lese alle, dann hätte er das bis heute ungefähr geschafft. Also wenn Ramses III. Eine Sekunde pro Nachricht braucht,
dann hätte er von seiner Zeit, also ungefähr 1200 vor Christus, bis heute gebraucht, um das zu lesen. Was ich, das muss man sich mal vorstellen, also 3100 Jahre pro Sekunde eine Nachricht und er hätte es geschafft, dass er das WhatsApp-Volumen von einem Tag konsumiert, was wir alle produzieren. Also verstopft ist auf keinen Fall übertrieben. Wir ballern ins Internet ein irres Volumen an Inhalt. Und das Beispiel, was ich ja gebracht habe, war ja nur WhatsApp. Ich habe da eine Folie mitgebracht, die geistert so seit 2018 durch Twitter und andere Kanäle. Und was die beiden, die dort unten genannt sind, gemacht haben, sie haben analysiert und sich angeschaut, was passiert denn in 60 Sekunden im Internet? Wir haben vorher geredet, was passiert in einem Tag auf WhatsApp. Und das passiert in 60 Sekunden im Internet. Könnt ihr euch ein paar Zahlen raussuchen? Die Aussage, die ich damit treffen möchte, ist folgende. Es ist so viel Inhalt im Internet, in wenigen Sekunden Zeit, dass unser ganzes Leben zusammengezählt niemals reichen würde, unsere Lebenszeit, auch nur einen Bruchteil davon zu konsumieren. Man muss sich dem aber bewusst sein, wenn man irgendwann entscheidet, Richtung Kommunikation zu denken und den Spieß umzudrehen und nicht zu sagen, ich konsumiere irgendwas, weil ich bin heute auf Tinder, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Netflix, auf weiß Gott wo, sondern ich möchte senden und um Wahrnehmung quasi buhlen, ich möchte gesehen werden. Das ist die Konkurrenz. Wir reden von 60 Sekunden, so ungefähr die Zeit, die ich für die Folie brauche. Und da stellt sich ja auch so ein bisschen die Frage, naja, bei der ganzen Inhalt, was ist da eigentlich mit uns los und fadisiert uns das oder ist das alles hochspannend? Und ich habe eine Vermutung, das ist eine rhetorische Frage, und zwar die, dass uns trotz dem ganzen Inhalt, den wir haben, trotz dieser Vielfalt an Möglichkeiten, uns relativ häufig fad ist. Und der Grund, warum uns so oft fad ist, im Studium, bei Vorträgen, in der Arbeit, hoffentlich nicht so sehr im Privaten, ist, dass zwar wahnsinnig viel Information da draußen ist, die aber oft unglaublich schlecht aufbereitet ist. Ich präsentiere mit PowerPoint, das machen die meisten. Die klassische Präsentation in PowerPoint beginnt aber erst einmal so, dass man sich durch Bullet Points durchquält. Das heißt, es wird einem so ein bisschen der Spannungsbogen genommen, es wird ganz genau erzählt, was jetzt passiert. Und das Interessante ist, dass ich der Person etwas zeige, wahrscheinlich kann sie lesen, und ihr das Gleiche nochmal vorlese zur Sicherheit. Also ich beleidige mein Publikum, indem ich ein bisschen die Intelligenz abspreche und einfach nur vorlese. Wir machen es heute anders. Wir beginnen in einer Zeit, die für Sie als Studenten, für euch als Studenten, vielleicht recht lang her scheint, jetzt nicht bei Ramses III., aber für mich, ich bin 38, mitten im Studium war. Oder ein bisschen davor. Jetzt mag es sein, dass der ein oder andere sich schon wundert, was das Ding da überhaupt ist. Ich erkläre es ganz kurz, es ist eine Fotorolle. Und eine Fotorolle ist, bevor der Digitalfotografie, quasi der limitierende Faktor gewesen, wenn man fotografiert. Bedeutet, die Angeberversion davon hatte 36 Bilder. Was man dazu wissen muss, man konnte die nicht löschen. Das heißt, wenn ich abgedruckt habe, war das fest, in Stein gemeißelt oder in dem Fall in der Fotorolle festgehalten. Dann habe ich die zum Entwickeln gebracht und dann habe ich Fotos bekommen. Also vor nicht allzu langer Zeit waren wir extrem limitiert in dem, was wir tun konnten, vor allem in dem, was wir an Daten produzieren könnten. Und das hat man gesehen. Das hat man nämlich gesehen, wie sich die Menschen verhalten haben. Jahr 2005, wir sind in Rom, wir schauen Richtung Vatikan, der Papst ist verstorben. Und jetzt schaut euch bitte mal dieses Bild aus einer heutigen Perspektive an. Weniger die Mode oder irgend sowas, sondern schaut einfach, was auffällig ist bei den Menschen. Das Auffälligste aus heutiger Sicht ist, kein Mensch hat ein Handy in der Hand. Da gibt es unten jemanden rechts, das ist wahrscheinlich ein Nokia, dann gibt es irgendwo ein, zwei Kameras, aber die Menschen sind zu einem, naja, sehr wichtigen Ereignis hingegangen und haben was gemacht? Ja, nichts. Sie sind hingegangen, sie haben geschaut und sie haben danach das Erlebte erzählt. Es ist, wenn man jetzt im Studium steht, 2005, naja, 17 Jahre, okay, das ist lang her, aber das ist für einen Großteil der Gesellschaft, also wie Leute wie mich, die so ungefähr in der Mitte sind vom Leben, nicht so lang, das ist ein ganz relevantes Erlebnis, das war normal. Okay, technischer Wandel, irgendwann verändert sich die Zeit, die Mobiltelefone werden immer besser, die Kameras immer kleiner. 2013, ein Papst tritt zurück. Es ist genau, also nicht ganz genau, aber es ist sehr ähnlich. Es ist am gleichen Ort, es ist ein hochreligiöses, politisches Ereignis und es sind wahrscheinlich sogar die gleichen Menschen dort. Aber plötzlich, weil es technologisch möglich ist, ist es jedem ein Anliegen zu sagen, schau her, so war das. So habe ich es fotografiert, so habe ich es dokumentiert, so habe ich es erlebt. Jetzt kann man argumentieren, warum eigentlich?
Die Fotos waren wahrscheinlich verwackelt. Wahrscheinlich war jemand vor einem. Ich habe eine Hand, einen Regenschirm, irgendwas im Bild. Das ist eigentlich gar nicht so toll. Und ich hätte mir ein gutes Bild am nächsten Tag im Internet anschauen können, vom Profifotografen fotografiert. Aber darum geht es gar nicht. Die Leute wollten, weil sie es konnten, dokumentieren. Und es war quasi der Beginn von dieser Informationsflut, dass man gesagt hat, du kannst alles fotografieren, dokumentieren, wunderbar. Und dann kam aber etwas, was uns am allerwichtigsten an dem Ganzen war. Es ging uns nämlich irgendwie schon darum, zu Hause und unter Freunden zu erzählen, du, da war ich. Dann war es uns aber schon wichtiger zu zeigen, schau, so war es. Aber was uns eigentlich am interessantesten und am wichtigsten war an dieser ganzen Geschichte, das waren wir. Und auf dem Bild müsst ihr euch zwei Sachen anschauen. Finde ich ganz spannend. Rechts hinten, alte Welt, da ist der Papst und ein Kardinal fotografiert den Papst. Und ganz vorne im Bild, das ist Next Level, das ist das, was wir jetzt alle machen. Wir setzen das Allerwichtigste in Szene, und zwar uns. Und das machen wir alle. Das bin ich vom Strand, ich vom Weihnachtsbaum, ich vor irgendwas. Egal wie spannend der Hintergrund ist, egal wie toll die Pyramiden sind, ich bin immer vorne. Und selbst wenn es der Papst ist, ich bin der Mittelpunkt dieser Geschichte. Selfies machen manchmal sehr anstrengend mit der Hand, vor allem wenn mehrere drauf sind. Es gibt eine technologische Lösung, die gibt es schon relativ lang, die Selfie-Stange. Und die Selfie-Stange ist für mich irgendwie Ausdruck von dem, was dort passiert ist. Ich habe das früher belächelt. Guck mal, soll das sein? Fahrt man einmal über Post drüber, dann ist dort Hallstatt. Hallstatt sehr bekannt, wahnsinnig für asiatische Touristen, die meistens mit Selfie-Sticks, wo dann Tablets eingespannt sind, die ganze Landschaft dort filmen und sich natürlich. Und das habe ich belächelt. Und ich dachte, mein Gott, warum macht man denn das? Und die Realität ist wie folgt. Ich habe zwei Kinder, ich habe eine Familie, wir haben eine Selfie-Stange in der Wickeltasche. Warum? Einzige Möglichkeit, alle vier auf ein Foto zu kriegen. Also dieser Trend geht ja nicht an mir vorbei, weil ich ihn erkannt habe, sondern es ist ein weltweites Phänomen, dass wir plötzlich Teil oder sogar Zentrum der Geschichte sein möchten. Und es führt dazu, wir haben uns eingangs das überlegt mit WhatsApp, dass wir den Globus sozusagen fluten mit Selfies, mit Bildern, mit Inhalt, mit Content und erst einmal eine Lawine an Informationen produzieren. Der Tag ist aber nicht länger geworden. Unsere Aufmerksamkeit, unsere Konzentration ist nicht länger geworden. Und unsere Bereitschaft, sich in Themen reinzudenken, ist im Zweifel eher kürzer geworden. Wenn ich jetzt aber weiß, okay, das Volumen an Informationen, das steigt exponentiell, mittlerweile verstehen wir alle, was das bedeutet. Die Zeit ist aber limitiert. Und wenn ich mir dann eigentlich überlege, ja, ich möchte ja senden und Wahrnehmung finden, ich möchte gesehen werden, ich möchte gelesen werden, ich möchte mit meiner Botschaft durchdringen, dann ist Zeit einmal der limitierende Faktor. Zeit ist übrigens auch die Antwort darauf, warum wir so gut mit dem Ganzen umgehen können. Es gibt diesen bissigen Vergleich, der sagt, der Durchschnitts-Internet-Nutzer, die Nutzerin, ist wie ein Goldfisch. Ein Goldfisch hat nämlich den Vorteil, dass ihm nicht fad wird im Glas, weil er nach wenigen Sekunden vergessen hat, wo er war und das Glas permanent neu entdeckt. Und der Durchschnittsnutzende im Internet hat nach wenigen Sekunden oft vergessen, warum er irgendwie dort ist, lässt sich von irgendwas anderem ablenken und landet am Schluss auf Instagram. Das ist die Realität. Und ich muss das heute wissen, wenn ich darüber nachdenke, dass ich selber kommuniziere. Und es ist die Basis für den ganzen Vortrag. Und ich verstehe, wenn sich der eine oder andere jetzt denkt, eigentlich wollte ich was zu LinkedIn hören und irgendwas macht er mit so einem historischen Vortrag vom Vatikan. Das ist die Basis. Wenn wir nicht verstehen, dass wir in einer Zeit leben von einem exorbitanten Informationsvolumen, die Zeit aber der kritische Faktor ist, wo wir entscheiden, was konsumiere ich, dann kommen wir nicht weiter, weil dann haben wir die Basics quasi ignoriert. Ich sitze gerade in meinem Schlafzimmer, hinten ist einigermaßen aufgeräumt und ich schaue in eine Laptop-Kamera. Und mein Risiko ist, dass ihr so reinschaut. Weil der Vortrag furchtbar ist und weil ihr euch denkt, wie lange geht das noch? Der Vorteil von einem echten Vortrag wäre noch, ich würde euch sehen, ich würde die entgeisterten Gesichter wahrnehmen. Der Nachteil am Internet ist, wenn ich sende und auf Social Media unterwegs bin, es gibt null Reaktion. Ich sende in eine Blackbox und wenn das die Reaktion ist, dann gibt es eine ganz elegante Gegenantwort sozusagen von euch, von uns und zwar wir klicken es weg. Wir überscrollen es, wir klicken es weg, wir wischen es weg, weil es uns nicht interessiert und weil ja so viel andere Information da ist. Ich habe mir irgendwann für mich selber diesen Finger als warnendes quasi, was mich immer so warnt und mich nachdenken lässt, was ich tue, als Bild gesetzt. Das ist ein Holzfinger. Und Holz, warum? Nehmt ihr Gerichtssaal, Lieblingsgerichtssäre, ganz egal, dort ist immer so ein bisschen dramatisch am Schluss, der Holzhammer besiegelt das Urteil, es wurde Recht gesprochen, im besten Fall. Und wir fällen täglich Hunderte, wenn es überhaupt reicht, Urteile, indem wir Inhalt, Content, Social Media Postings, was auch immer, Schlagzeilen bewerten. Indem wir sagen, relevant
Und im Großteil der Fälle sagen wir, verstehe nicht, interessiert mich nicht und ich bin schnell. Wir haben uns in unserer Reaktionszeit so angepasst, dass die Informationsflut überhaupt kein Problem ist, weil wir wahnsinnig gut selektieren können. Also wir Menschen sind so gut drin zu wischen, zu klicken, zu swipen, dass überhaupt kein Stress ist, obwohl es so viel ist. Das Problem ist aber, dass wir beim Senden vergessen, was wir als Nutzer von Information tun. Also unsere Kommunikation steckt nämlich in einem Dilemma. Und das Dilemma kommt daher, dass wir nie darüber nachgedacht haben, wie sich die technische Welt geändert hat, dass wir in Kommunikationsschemen irgendwo feststecken, die wir gewohnt sind und uns dann irgendwo wundern, warum das Resultat immer schlechter wird, obwohl wir als Nutzer von Medien, ganz egal was, genauso reagieren, wie wir es wissen. Wir sind unglaublich schnell, wir werten in Sekunden und wenn es uns nicht irgendwie interessiert, sind wir weg. Und diese gute alte Zeit, dieses österreichische quasi Dilemma, wie man erklären kann, warum Veränderung so schlecht ist, die hatte schon einen großen Vorteil. Die gute alte Zeit war nämlich so, dass die Information fad aufbereitet war. Es waren langweilige Statements, es war furchtbar geschrieben, so ganz viele Bullet Points, aber es war wenig. Und das bedeutet, wir haben es nicht gern gelesen in der Art, wie es war, aber wir haben es einfach hingenommen und es war nicht so viel Alternative da. Heute sind wir auf dem anderen Extrem. Es ist komplette Überflutung, Informationszeitalter, digitales Zeitalter und wir müssen selektieren, weil es zu viel ist. Jeder, der Familie hat, wird mit den Eltern manchmal Diskussion gehabt haben, warum er jetzt irgendwas ändern will und dann gibt es irgendwann so dieses Totschlagargument, dieses sehr österreichische, ja, das haben wir immer schon so gemacht. Und das werdet ihr alle spätestens im Berufsleben leider eins zu eins ungefiltert wieder erleben. Nur sind die Themen vielleicht andere. Und dann geht es darum, so, warum machen wir denn vielleicht mal Kommunikation anders? Warum wagen wir was Neues? Und dann sagen, ja, das haben wir immer schon so gemacht, das hat sich bewährt. Und Tradition und kommunikative Kulturen, die sind wunderbar. Das Problem ist aber, wenn man zu lange an einem Muster festhält und die Technologie vergisst und den Wandel vergisst, dann wirkt man irgendwann sehr aus der Zeit gefallen. Ich bin der Meinung, irgendwann werden wir uns über Kabel genauso wundern, wie wir uns über die Fotorolle heute mit einem Schmunzeln vielleicht daran erinnern oder ihr euch denkt, was habt ihr gemacht? Genau. Also Wandel ist da und dieses, naja, das hat sich aber bewährt, das stimmt. Es gibt Dinge in der Kommunikation, die haben sich de facto bewährt, die sind gut, aber es sind nicht die, die man glaubt. Also Technologie ist im Wandel, es ist ganz viel los und ein paar kommunikative Muster, die funktionieren, haben sich bewährt, aber wenn man jetzt spontan sagen würde, welche, und man sich anschaut, wie wird denn kommuniziert, dann sind es die auf Quanfe. Was heißt denn kommunizieren? Es gibt beim Kommunizieren diese zwei Parteien. Es gibt mich im Moment, ich sende, und es gibt euch, ihr empfängt. Und im besten Fall habe ich mir vorher überlegt, was möchte ich euch erzählen und wie könnte das ankommen. Und man kann das so ein bisschen mit der Alien-Forschung vergleichen. In der Alien-Forschung habe ich die große Herausforderung, dass ich A, nicht wirklich weiß, ist dort intelligentes Wesen, Leben, wo ist es und was schicke ich am gescheitesten, damit das Interesse weckt. Weil ich könnte ja sogar das intelligente Leben erreichen und die denken sich, na danke, seid mir zu einfach. Jetzt habe ich ja den Vorteil bei Social Media, dass ich weiß, es gibt intelligentes Leben. Ich weiß, wo ist dieses intelligente Leben. Und im Zweifel, wenn ich mir Mühe geben würde, wüsste ich sogar, welche Sprache es spricht und was interessant ist. Und jetzt ratet einmal, was genau nicht passiert. Das Einzige, was passiert, ist das Wo. Wir sagen, okay, wo sind die Leute? Okay, Facebook, wunderbar. LinkedIn, Xing, Insta, TikTok, egal. Aber was wir dann senden und vor allem was Unternehmen senden, ist das Gegenteil. Es ist nicht, was würdet ihr gern hören, wie kann ich es aufbereiten, damit es so spannend wie möglich ist. Es ist eher, was will loswerden. Ich möchte es an einem so handfesten und alltagstauglichen Beispiel wie irgendwie möglich erklären. Nehmt folgende Situation, die kennen wir alle, es ist kein Brot mehr da. Das heißt, wir brauchen Brot, wir brauchen was zum Essen. Wir gehen in unser Lieblingsbrotgeschäft, wir machen die Tür auf, wir sagen grüß dich, guten Morgen. Und während wir fast was sagen wollen, sehen wir im linken oberen Regal ein neues Brot, zumindest für uns noch nie gesehen. Schaut wunderbar aus. Und jetzt fragen wir die Verkäuferin oder den Verkäufer, ma, du, was ist denn das für eins? Und die Antwort ist wie folgt, du, das sind 750 Gramm Roggenmehl, 250 Milliliter Wasser, ist ein bisschen Hefe und Brotgewürze und Salz. Sind wir wahrscheinlich nicht unbedingt begeistert und eher verwirrt, aber man kann eigentlich dem Verkaufspersonal gar keinen Vorwurf machen, weil die Erklärung war doch perfekt. Es war die perfekte Anleitung, es war alles richtig, es ist genau das beschrieben worden, was das ist. Also, man hat das erzählt, was man loswerden wollte. Man ist stolz auf das Roggenmehl, vielleicht sogar Bio, alles erklärt, aber die Reaktion bei mir ist ein großes Fragezeichen und ich verstehe überhaupt nicht, um was es geht.
Gleiche Situation, die Tür geht auf, ich gehe eine, ich frage die Frage, was ist denn das für eins? Verkäuferin sagt, du, das ist ein Tiroler Bauernkrusten. Ende. Bei den zwei Worten, Tiroler Bauernkrusten, höre ich, wie das Brot klingt, wenn man es anschneidet. Ich weiß ganz genau, wie es anfühlt, wie sich der Butter streicht, wie es schmeckt und mit gedanklich bin ich eigentlich eher in Tirol als im Wiener Gemeindebau. Also, gleiche Ausgangssituation, ich habe eine Frage gestellt, nur die Person hat sich ja Gedanken gemacht, wie sie mir antwortet und mir nicht eine technische Anleitung geliefert, sondern eine Emotion. Die hat mit zwei Wörtern in mir etwas ausgelöst, was ein Empfinden, ein Interesse und eine echte Identifikation damit auslöst. Das haben wir aber verlernt. Ich möchte ein Beispiel bringen. Richie hat ja kurz was erzählt und dann fange ich an und normalerweise hätte ich doch so anfangen müssen, wie es sich gehört oder das Allerwichtigste und zwar, mein Name ist Enterprise, also mein Name ist von Geisinger und ich bin Enterprise Account Executive. Weil das ist mein amerikanischer Titel und der ist englisch und der ist lang und das lasst mich wahnsinnig wichtig erscheinen, oder? Und das hätte ich euch vielleicht wahnsinnig gern erzählt, damit ihr euch denkt, war so ein Glück, dass wir mit einem Enterprise Account Executive, keine Ahnung, was das ist, aber der schaut irgendwie wichtig aus. Aber wenn man ehrlich ist, passiert ganz was anderes. Und zwar, ich sende, ihr empfängt und was ihr euch denkt, ist nicht ganz zitierfähig. Ihr versteht nicht, was ich verzöge und es senkt euer Interesse. Jetzt ist es eine Pflichtvorlesung, das heißt, ihr werdet wahrscheinlich bis zum Schluss dabei bleiben. Im Internet wäre das Ganze freiwillig, ihr seid weg. Ihr seid in dem Moment weg, wo ich beginne, euch zu langweilen oder euch Dinge zu erzählen, die überhaupt nicht relevant sind. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie dieser Vortrag halt endet. Und es gibt zwei Möglichkeiten, warum ihr euch merkt, wer ich bin und wie ich heiße. Entweder ich quäle euch diese Stunde dermaßen, dass ihr nur monatelang und am Ende vom Studium sagt, war wisst ihr, der Geiswinkler war furchtbar. Oder ich mache genau das Gegenteil. Ich bin so anders, dass er sagt, das war mal frisch. Alles in der Mitte. Dieser graue, fade, erwartbare Bullet-Point-Unternehmensvortragsstil vergesst ihr. Da bleibt gar nichts hin. Und jetzt könnte man sagen, na Wahnsinn, der Geiswinkler von LinkedIn, die haben die Welt revolutioniert, neu erfunden, Storytelling, man muss mehr auf Emotionen und Bilder setzen, total genial. Das ist ein uraltes Konzept. Der Herr hier ist Julius Caesar, der hat damals schon gewusst, es bringt nichts, wenn wir irgendwie ausschreiben und sagen, schau, wir suchen Soldaten und du sollst 1,90 groß sein und bitte muskulös und gern marschieren und ein Schwert halten können. Er hat seine Soldaten ausgeschickt und hat gesagt, findet mir die besten Männer. Es waren nur Männer. Und warum? Weil diese Menschen, seine bestehenden Soldaten, die richtigen Leute in der richtigen Sprache angesprochen haben, sodass die interessiert und die in das Heer von Julius Caesar eingestiegen sind. Also Storytelling heutzutage, aber auf keinen Fall Fakten basiert, nur weil es loswerden will, weil es halt erzählen kann, sondern Emotion und Bilder basiert. Also was ich gerade erzähle, ist eigentlich, wir haben schon gern Inhalte und uns interessieren durchaus Themen, wir haben es aber nur gern menschlich erzählt. Und wenn man so von Storytelling und wenn man von LinkedIn und der Geschäftswelt redet, dann fällt gern dieser Begriff Business to Business. Weil ich eine Funktion habe in einem Geschäft, in einer Organisation und die Person, mit der ich spreche, auch. Und deswegen ist es Business to Business. Was wir aber vergessen, da sitzen zwar Menschen oder mehrere. Und somit ist es immer Human to Human. Und das bedeutet, wir haben immer mehr Bezugspunkt zu einer Geschichte. Wir tun uns immer leichter, wenn was spannend aufbereitet ist und immer schwerer, wenn irgendwelche Zahlentapeten oder Bullet Points oder nur Fakten geliefert werden. Zusammenfassend, was habe ich jetzt erzählt? Technologie ist im Wandel, Kommunikation, naja, auch, aber im Kern des, was wir mögen, eigentlich sehr stabil. Und das führt dazu, dass wir Veränderung auch im Geschäftlichen unbedingt annehmen müssen, weil sonst sind wir Teil vom Lärm, Teil von den Abermilliarden Datenpunkten, aber nicht Teil der Lösung und nicht Teil der Wahrnehmung. Und das erzähle ich der Generation Z, den Digital Natives. Und da könnte man sagen, naja, aber die Generation, die weiß das alles, die sind mit dem Smartphone groß geworden, die sind auf jeder Social-Media-Plattform, die brauchen diese Info gar nicht. Ich bin anderer Meinung. Und ich bin deswegen anderer Meinung, weil es einen gewaltigen Unterschied macht, ob ich Social-Media nutze und natürlich weiß, was Hashtags sind und wie ich wen tagge und was eine Story ist und wie ich swipe, oder ob ich Social-Media nutze, um zu kommunizieren. Und würde man jetzt den Spieß umdrehen und ihr würdet einen Vortrag halten, bin ich mir sicher, wir sind in den Nightscare hängen geblieben. Nein, das ist nicht böse. Ihr habt es nie anders gesehen. Die ganze Welt, in der wir leben, kommuniziert großteils furchtbar. Vorträge an Unis, in der Schule, von Unternehmen sind knochentrockene, ablesbare Fakten, 0815, austauschbar, wenn man das Logo ändert, weiß keiner mehr, von wem es ist. Das ist die Norm. Und diese Norm ist nicht, weil ich Technologie konsumiere, plötzlich mir in quasi Fleisch und Blut übergegangen. Nur weil ich ein Auto fahren kann, kann ich keins bauen. Nur weil ich Social Media nutzen kann, habe ich noch nicht
wirklich verstanden, was sind die Mechanismen und wie kommuniziere ich selber besser. Und ich komme immer bis zu der Folie, also gedanklich. Ich mache jetzt ganz viel mit Unternehmenskunden, mit Marketingagenturen, mit PR, mit HR, mit Communications. Und ich komme immer zu dem Punkt, wo die Leute sagen, ja, eigentlich stimmt's. Und da gibt es ja die Kurzversion, die österreichische, das ja eh, wir ändern es halt nicht. Weil, und dann gibt es ganz viele Gründe, weil das einen Umbruch bedeutet. Weil das bedeutet, wir müssen intern wirklich Dinge aufhören, die wir lang gemacht haben, neu denken und sagen, wir müssen kürzer, prägnanter werden, wir müssen anders kommunizieren, wir müssen uns was trauen, wir müssen mal ein schrilles Bild nehmen und da tun wir uns schwer. Aber wenn wir es nicht machen, dann bringt LinkedIn wenig. Dann sehen dich ein bisschen und ich werde irgendwen finden, der das einmal anschaut, aber im Zweifel erreiche ich nicht meine Kerngruppe. Wir haben einmal gefragt, wie empfindet ihr LinkedIn? Ganz viele Leute draußen, was verbindet ihr mit LinkedIn, mit Facebook, mit Twitter? Und wenig überraschend war bei uns die Antwort, naja, das Berufliche sticht hervor. Also ich bin drauf mit meiner beruflichen Identität, ich habe Kontakte eher aus einer beruflichen oder Karrieresicht, ich finde dort Unternehmen und Themen und Hashtags und dergleichen. Und da könnte man sagen, ja, passt, okay, wir haben es verstanden, es ist Beruf. Aber was alle ein bisschen vergessen, es ist trotzdem Social Media. Und Social Media hört nicht auf, nur weil ich plötzlich den professionellen Hut auf habe. Ich reagiere nur immer so, dass ich in Sekunden entscheide, was ist relevant, interessant. Und ich bin trotzdem ein Mensch, der lieber eine gut gemachte Geschichte hat, mit halt fachlichem Inhalt, als eine knochentrockene, eher fade Präsentation. Ich werde ganz oft gefragt, naja, was machen die Leute auf LinkedIn? Und das wäre, wie wenn ich sage, was machen die Leute auf Insta oder auf TikTok? Das ist nicht zu beantworten. Also sie schauen auf TikTok-Videos, sie schauen auf LinkedIn-Beiträge, sie vernetzen sich, sie lesen Nachrichten, sie machen ganz viel. Aber es sind über 800 Millionen Personen. Sprich, der Grund, warum in dem Moment wer online ist, der Grund, warum man ein Profil anlegt, ist extrem divers. Was man aber verstehen muss, ist, es gibt Mechanismen, die Maschine quasi im Hintergrund, die dafür sorgt, dass aus diesen Abermillionen Datensätzen für uns Nutzer was Relevantes wird. Und da muss ich zwei Dinge beachten. Ich kann das als Person steuern, was ist für mich relevant, indem ich Signale setze, wem folge ich, mit wem vernetze ich, welche Themen blende ich aus, weil es eben nicht relevant ist. Und diese Signale werden von der Maschine, von den Algorithmen genommen und gleichzeitig sind natürlich wir als Sender, ich möchte ein besseres Netzwerk bekommen, ich möchte bekannt werden für ein Thema, ich bin in einer Kommunikationseinheit unseres Unternehmens, ich möchte diese und jene Leute erreichen, auch diesen Regeln unterworfen. Und das heißt, es schaut nichts, wenn wir ein bisschen verstehen, wie funktionieren denn die Regeln, weil wenn wir dann kapieren, wir machen gute Stories, wir packen unsere Geschichte kurzweilig, interessant und verstehen nur die Technik dazu, dann können wir zu jenen, die gesehen werden. Und LinkedIn-Algorithmen, das ist so ein Thema. Jetzt ist so ein Algorithmus natürlich im Zweifel sehr komplex. Da sitzen hochintelligente Menschen, die haben ihn wahrscheinlich, haben die promoviert, wahrscheinlich in Physik, sind Programmierer, das sind ganz viele und es ist kompliziert. Und ich werde dann immer gefragt, ja, kannst du kurz den Algorithmus erklären? Und dann sage ich, ja, kann ich und ich habe zwei Bilder mitgebracht. Das ist nämlich so die Lesart da draußen. Es gibt das Terminator-Szenario und den Wall-E. Am Terminator kennt man definitiv, sehr bedrohlich. Und zum Lesen ist das wie folgt, dass man sagt, naja, wir machen gar nichts falsch. Also unsere Beiträge sind super. Haben wir so ein PowerPoint haben wir da gefunden, da gibt es ein PDF in der Firma, das hat irgendwer mal geschrieben, sehr lang, klein geschrieben, viel Inhalt, das haben wir gepostet, aber der böse Algorithmus, der verteilt uns nicht an die richtigen Kunden. Stimmt vielleicht nicht. Und dann gibt es die naive Leser, das ist so der Wall-E, freundliches Helferlein, das geht so, das ist vollkommen wurscht, was wir dort tun, wir posten irgendwas und die Maschine sorgt dafür, dass wir Erfolg haben. Naja, wenn es so einfach wäre, dann wären wir alle irgendwie Influencer und Millionäre. Es ist halt kompliziert. Und es ist halt komplizierter, weil wir schon mal vom Grundaufbau eines vergessen. Wir fokussieren uns beim Senden wahnsinnig gern an jene Leute, die liken und kommentieren. Also wir posten was und wir freuen uns dann, wir haben die ersten 5 Likes und wähnen uns schon quasi im viralen Effekt. Und wir vergessen eine Grundregel. Die gibt es schon relativ lang. Das ist die 90-9-1-Regel. Die gilt für Facebook, für Insta, für LinkedIn, mehr oder weniger für alle, obwohl die Plattformen nie sich dazu äußern. Jetzt möchte ich kurz erklären, was das ist. Die 90-9-1-Regel bedeutet, 90% der User von einer Social-Media-Plattform machen gar nichts. Damit meine ich, die kommentieren nichts, die liken nichts und die posten schon auf gar keinen Fall was. Die haben irgendwann ein Profil angelegt, das ist je nachdem gepflegt, aber die konsumieren Inhalt. Das heißt, die sind auf TikTok, die sind auf Insta, die sind auf Facebook, aber sie sind nicht aktiv, indem sie Kommentare vergeben, indem sie diskutieren, indem sie liken, sondern sie wollen Dinge sehen, sie konsumieren. Also der allergrößte Teil ist passiv.
Dann gibt es, je nach Leser, zwischen 6 und 9%. Das sind die Leute, die sind so moderat aktiv, die kommentieren vielleicht einmal was, die teilen vielleicht sogar mal was, wenn es ihnen besonders gefällt, oder die liken. Und dann gibt es so diesen oberen kleinen Teil, das sind die Richies und die Thomans dieser Welt, die sind aktiv, die suchen sich in der Plattform aus, da gefällt es ihnen und dann wollen sie gesehen werden. Das Problem ist aber, wenn wir immer daran denken, ja, wen wollen wir dann erreichen, dann denkt man maximal an diese oberen 10%, also die, die aktiv sind, wir wollen Likes unbedingt, wir brauchen Likes, sonst passiert nichts. Und wir vergessen, dass aber der allergrößte Teil der Nutzer gar nichts macht. Jetzt wäre aber so, wäre wie LinkedIn, eine Organisation datengetrieben, ja, recht blöd, wenn sie das vergessen würde und nicht erkennen würde, dass der Löwenanteil ja gar nichts liked. Und was die Maschinen machen, was die Algorithmen machen, was die Datenplattformen machen, ist, dass sie natürlich messen, wo wird Zeit verbracht. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, ich verstehe da kein Wort, was das mathematisch bedeutet, aber nur mal, um so aufzuzeigen, das ist ein kleinster Bruchteil der Komplexität eines Algorithmus. Aber was dort gemacht wird, ist, dass das Thema Verweildauer, also wie lange bleibt jemand auf einem LinkedIn-Beitrag, in unserem Beispiel, akkurat bemessen wird und daraus interpretiert wird, naja, wenn jemand den Großteil überscrollt, hier aber hängen bleibt und Zeit investiert, indem er diesen Beitrag liest, dann ist das ja das perfekte Feedback von Relevanz. Weil ich kann jemand, den ich schätze, im Vorbeigehen ein Like geben, ohne das zu konsumieren und wirklich zu lesen, weil man denkt, wer hat mich schon nicht blamieren, ich mag ihn, sie, ich like das. Ich werde aber keinem Menschen im Vorbeigehen als Gefallen Zeit schenken, indem ich einen Beitrag lese, der mich nicht interessiert. Das heißt, Zeit ist der perfekte Messpunkt, um Relevanz zu messen. Also was ist für Zielgruppen relevant? Zeit ist nichts anderes als Interesse. Und wenn ihr selber beobachtet, wie ihr euch verhaltet, egal ob auf einer Social-Media-Plattform oder bei Nachrichten, dann ist immer so, ich schaue eine Headline an, ich sehe das Bild und Millisekunden brauche ich dafür zu entscheiden, interessiert es mich? Und wenn ja, klicke drauf, das Ganze geht auf und ich lese das Ganze. Wenn ich jetzt also verstanden habe, ich sende besser in Botschaften, die gut verdaulich sind, die was auslösen, die interessant sind. Und ich habe auch verstanden, dass Algorithmen auswerten, wie die Reaktionen sind. Also interessiert es wen auf gut Deutsch, verbringt wer Zeit damit. Da muss ich jetzt eigentlich nur noch so ein paar Sachen zu einem Aufbau von einem Beitrag verstehen. Und dann bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich sage, ich bin relevant, ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe so ein bisschen die Struktur verstanden. Und daraus werde ich einen Vorteil haben gegen die anderen, die alles nicht tun. Ich habe das Beispiel da mitgebracht. Das kennen wir alle, wir haben nur nie drüber nachgedacht. Der alleroberste Punkt von so einem Beitrag ist das sogenannte Proximity Signal. Das ist nichts anderes, als dass man gesagt hat, übrigens, hey, du kennst eh schon jemanden, dem gefällt das auch. Und das ist eine sehr menschliche Reaktion. Ich vergleiche es ganz gern mit einem Kaffeehaus. Ich gehe jetzt durch eine beliebte Gasse, sind zwei Kaffeehäuser. Das eine ist voll und beim anderen sind so zwei verirrte Seelen, die da drin sitzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in das leere Café geht, ist einfach geringer, weil ihr glaubt, dass die Leute, die im vollen Café sind, ein geheimes Insiderwissen haben, dass dort der Kaffee besser ist, deswegen geht ihr dorthin. Das ist zutiefst menschlich, ist unser Herdenverhalten. Es führt dazu, wenn wir sehen, ah, das interessiert schon wen, dann schauen wir dort mal hin. Also Proximity Signal, jemand, den du kennst, der mag das, schau mal vorbei. Und jetzt kommt aber der wichtige Teil. LinkedIn ist so strukturiert, dass in dem Moment, wo ich ein Bild, ein Video, also irgendein Medium teile, 3 Zeilen Zeit habe. Das seht ihr ja. 1, 2, 3 und dann kommt rechts mehr Anzeigen. Das bedeutet aber, ich habe 3 Zeilen Text, um Relevanz, Interesse, Erstaunen, irgendeine menschliche Reaktion auszulösen mit meinem Beitrag. Also wenn ich sehr langweilig beginne, wenn ich einfach unglaublich lang brauche, bis ich auf den Punkt komme, dann gibt es keinen Grund, warum dort wer hinklickt, weil die Person ist schon lang weg. Und jetzt haben wir erklärt, Zeit ist wichtig, weil Zeit ist Interesse. Das heißt, wenn die Personen aber immer drüber gehen, weil sie gar nicht verstehen, was ich da will und das Bild ist irgendwie auch so nichtssagend, weil es so brav ist, dann komme ich nie zu dem Punkt, wo unten Social Proof entsteht. Social Proof ist Kommunikation, Diskussion, Interaktion, Likes. Und natürlich wird das interpretiert seitens der Algorithmen, gesagt, schau mal her, für viele Leute ist das relevant, weil es wurde geliked und kommentiert. Und das führt dazu, dass wir es noch mehr Leuten zeigen. Also wenn ihr oft euch wundert, warum ich Beiträge kriege von irgendjemandem, den ich noch nie in meinem Leben wahrgenommen habe, weder kenne, dann ist es, weil irgendwie über viele Indikatoren angenommen wurde, das könnte für einen relevant sein. Und wenn diese Feedbackschleife positiv bleibt, dann können Beiträge sehr viel gesehen werden. Und das führt zum nächsten Problem. Wir sind irgendwie so Nummern getrieben und Zahlen getrieben, dass wir irgendwann vergessen, warum wir eigentlich da sind und nur noch unten auf diesem Bereich stehen. Also Hauptsache viel Likes, Hauptsache viele Impressions.
Ich habe vor kurzem auf Twitter eine von dieser Özge, Sim Özge, einen super witzigen Dings gesehen, was auch so darum geht, wie verquer die Arbeitswelt manchmal ist. Ich habe diesen Snapshot von Twitter geteilt und zwei, drei Sätze dazu geschrieben. Und weil es Humor ist, weil es witzig ist und weil es durchaus auf den Punkt ist, ist dieser Beitrag, kann man fast sagen, viral gegangen. Also er steht jetzt irgendwie bei 350.000 Ansichten. Und jetzt könnte man sagen, voller Erfolg, grandios, das mache ich jetzt immer, weil da kriege ich ganz viele Ansichten und mein Beitrag war 100.000-fach auf LinkedIn und jetzt bin ich so gefühlt ein Star. Aber dann habe ich wieder grundlegend was nicht bedacht, und zwar, ja, wen will ich denn eigentlich erreichen? Die Frage bei Social Media ist doch, was ist viel? Das ist ein Foto von Wikipedia geklaut, Camp Nou in Barcelona. Und das Stadion fast, jetzt habe ich die Zahl nicht genau im Kopf, ich glaube 95.000 Zuschauer. War da mal drin, es ist schon relativ beeindruckend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, 300.000-fach, das ist mehr als das Dreifache, also dieser eine Beitrag, ich müsste vor einem Publikum stehen, 300.000 Menschen und meinen Witz davor lesen, ich weiß nicht, wie weit ich kommen würde. Macht mich relativ nervös. Die Frage ist aber, die sich dann stellt, von die 300.000, wen möchte ich denn erreichen? Also wer ist denn relevant? Wer ist denn in meinem Fall, in meinem Zielpublikum, wo ich sage, das sind die Menschen, die sind relevant beruflich mit meinem Thema? Das heißt, wenn ich nur auf absolute Zahlen schaue, dann muss ich Witze erzählen, Katzenfotos, Hundefotos, lustige Tanzvideos, weil das funktioniert, das ist zur Zerstreuung. Die Problematik ist aber dann wieder, ich habe nicht darüber nachgedacht, wer ist mein Zielpublikum und was könnte interessieren. Also absolute Ansichten sind kein Selbstzweck. Es geht darum, zu wissen, wer ist in meiner Zielgruppe, aus Kommunikationsabteilung, aus Marketing, aus HR, aus Individuum, wo möchte ich denn hin? Wer sind denn Leute, die ich kennenlernen möchte und idealerweise dort Wahrnehmung finden? Das kann sein, dass sowas, dieses Setting, 10, 20 Leute, ein perfekter Treffer ist, aber wenn der andere sagt, boah, du, ich bin tausendfach gesehen worden, aber von irgendwem, ich möchte von den Relevanten wahrgenommen werden. Und die Verführung ist sehr groß, weil wir in diesem Millionenspiel der Abermillionen oder Milliarden Social-Media-Nutzer sind und weil dann irgendwer gefeiert wird, weil er so bekannt ist. Aber die Frage ist doch immer in einem professionellen Kontext, was möchte ich wahrnehmen, also für was möchte ich wahrgenommen werden und gelingt mir das? Jetzt habe ich ein Beispiel mitgebracht, ganz simpel, muss keine antworten. Macht es nicht auf, sondern stellt euch folgende Frage. Ich gehe jetzt auf ein ausgewähltes LinkedIn-Profil. Ich klicke mir irgendwen von euch durch, nehme den ersten Namen, der mir gefällt, und gehe aufs Profil. Und jetzt habe ich folgende Frage. Wie wäre mein digitaler erster Eindruck von euch? Also irgendwie der Zufall wollte es so, landet es in meinem Newsfeed über einen Kommentar, über irgendwas und denke, ah, spannend, das und das. Und ich gehe auf das Profil. Im echten Leben geben wir uns da nämlich recht viel Mühe. Im echten Leben denken wir immer darüber nach, wie ist mein erster Eindruck, war der Handschlag gut, passt so, als war ich nett, freundlich, habe mich so gegeben, wie ich wahrgenommen werden möchte, weil erster Eindruck wichtig, man wird ja sofort ein bisschen einsortiert. Und ich verstehe nicht warum, aber im Digitalen vergessen wir das. Wir vergessen, dass es auch einen digitalen ersten Eindruck gibt und der ist entweder links oder rechts. Das heißt, die Menschen machen sich in Sekunden einen Eindruck und speichern uns. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf LinkedIn bin und es geht los Richtung Praktikum, Richtung ich möchte irgendwas, naja, was werden denn die Leute tun? Die werden einmal schnell schauen, wer ist denn das? Das heißt, die allerschlechteste Variante, die ihr wählen könnt, ist ein LinkedIn-Profil zu haben, aber wieder Max Mustermann. Das ist gescheiter gar keins. Das ist ein bisschen verdächtig, weil man nicht im Internet ist, sage es ganz ehrlich. Aber es ist immer noch besser, als man ist Mr. oder Mrs. Anonymous, wo man sich denkt, Kommunikationsexpertin, wie am Profil zu sehen, ein Widerspruch in sich. Also macht es doch sicher, stellt es doch sicher, dass wenn jemand auf euer Profil geht, der erste Eindruck sitzt. Und jetzt kommen wir genau zu der Frage, ja, wie soll denn der sein? Ich kann es nicht beantworten. Bei mir ist ganz wichtig, ich möchte für LinkedIn wahrgenommen werden. Mein Enterprise Account Executive ist komplett wurscht. Ich habe hingeschrieben, ich arbeite bei LinkedIn bei Österreich. Ich bin gern bei du. So, das Screenshot, jetzt steht sogar noch drin, ich bin Steirer. Warum? Warum diese lokale Relevanz zu wecken? Und bei euch könnte drinstehen, ich suche das und das. Weiß ich jetzt nicht. Muss jeder für sich finden. Aber einmal sich Gedanken zu machen, was ist mein erster Eindruck, ist extrem wichtig. Den gleichen Fehler, den wir als Privatpersonen gerne mal machen, wenn wir denken, das habe ich nie drüber nachgedacht, machen übrigens Organisationen genauso. Es gibt ganz viele schlechte Beispiele, nicht nur auf LinkedIn, wo es zig Seiten gibt, die verwaist sind. Das heißt, das Unternehmen hat sich nie selbst gegoogelt, Ego-Surfing, also mal geschaut, was kommt denn außer, wenn ich meinen Namen schaue, und nie geprüft, wie ist denn mein digitaler erster Eindruck. Jetzt stellt es euch wieder vor, wir haben wenig Zeit, es ist unglaublich viel Information, ich stolper über ein Unternehmen und die Muster geben, da heißt mein erster Eindruck. Ich bin weg, ich überlege gar nicht, ob ich weg bin, klicks weg, weil es ist nicht relevant. Was passiert, die Reaktion, die ist fast schon historisch überliefert. Also bei ganz schlechten Social Media Inhalt
kann so weit kommen, dass wir facepalm und uns fremdschämen. Die wahrscheinliche Variante ist einfach, wir gehen weg. Es zwingt uns keiner und es gibt keine Notwendigkeit, uns mit schlechten Inhalt aufzuhalten. Es gibt so viel Angebot, wir haben die Zahlen gesehen, gibt keinen Grund dafür. Also wenn ich mich für LinkedIn entscheide, als Person, aber auch als Organisation, dann muss ich einfach sicherstellen, und da rede ich nicht vom Budget und ich muss Geld ausgeben, sondern von einer Gratis-Variante zu nutzen, die sitzt, sprich, ich habe ein Profil, was gepflegt ist. Mein digitaler erster Eindruck ist gut, alle relevanten Informationen sind da. Ich habe unter Jobs meine Jobs drin und sage nicht, naja, ich habe zwar ganz viel, aber die müsstest du dir halt irgendwie mühsam woanders suchen, weil aus Employer-Branding-Sicht ist das natürlich eine Katastrophe, weil der erste Eindruck wäre, ich habe keine Jobs. Ich muss dafür sorgen, dass meine Kultur da ist. Wenn ihr Richtung Praktika, Arbeitgeber und so weiter euch anschaut, dann nehmt es einmal wahr, wie individuell sind die Botschaften von Unternehmenskulturen. Das wird vom Signal einen Riesenunterschied machen, ob das Unternehmen so ein bisschen erzählt, ja, wir haben eine Vision und eine Mission, aber eigentlich haben wir uns keine Gedanken gemacht, wen wir erreichen wollen. Oder ganz ein nettes Beispiel, die Porsche Holding, die extrem darauf eingeht, wer man ist. Je nachdem, wer man ist, kommt man in einen anderen Bereich und es wird einem erzählt, warum er für dich relevant ist und nicht eine allgemeine, ja, fast Phrase, die irgendwie eh für alle ganz interessant sein könnte. Kultur ist, echte Einblicke zu erlauben. Also Unternehmenskultur ist nicht dieses, ja, weiß ich nicht, wir bieten ein bisschen Obst und ja, wir haben einen Kicker und natürlich sind wir nicht hierarchisch. Das ist im Zweifel nicht wahr oder es ist überhaupt nicht interessant. Kultur ist zu erzählen und da sind wir wieder bei dem Punkt, wer ist mein Zielpublikum, wie möchte ich Emotionen wecken, wie bin ich glaubhaft, zu erzählen in einer Art und Weise, die für dieses Publikum relevant ist. Und der Unterschied zwischen Storytelling für Marken oder für meine Unternehmenskultur oder wenn ich einen Job bewerbe, der ist eigentlich gar nicht so groß, weil das Konzept ist immer wieder das Gleiche. Wen möchte ich erreichen, wie verpacke ich meine Botschaft so interessant, dass sie eben ankommt? Warum sind die Personen und wir alle ein unglaublich unterschätzter Faktor auf LinkedIn, auf einer beruflichen Plattform? Es gibt mehrere Gründe. Es ist einmal so, dass wir zu Marken ein anderes Verhältnis haben als zu Personen. Wir haben diesen Proximity-Signal, dieses Social-Signals uns angeschaut, die ich immer wieder bekomme. Die Person liked es, jemand, den du kennst, hat das geteilt. Und in der Wahrnehmung sind wir Menschen immer näher als Marken. Es mag Ausnahmen geben, wo wir passionierter Fan einer Marke sind, aber beim Durchschnittsunternehmen ist das nicht wahr. Da haben wir das Logo vielleicht einmal gesehen, wir nutzen vielleicht sogar ein Produkt, aber so wirkliche Beziehung zur Brand haben wir da gar nicht so. Wohingegen zu Personen, die ich kenne, gemeinsamer Hintergrund, irgendwo kennengelernt, spannendes Profil, spannende Person, oftmals viel relevanter finde. Wenn ich mir anschaue, was auf LinkedIn passiert, dann ist der Großteil der Markenarbeit wirklich nur über die Marke, sprich, es spricht ein Logo zu den Menschen und erzählt etwas und ganz wenig die Menschen selber. Und das führt mich zu diesem Punkt, ja, wo kommen eigentlich Beiträge her? Ihr werdet, wenn es irgendwann in Kommunikations-, Marketing-, HR-Abteilungen reinschaut, immer diese Diskussion finden, dass es angeblich keinen Inhalt gibt für Plattformen wie LinkedIn oder es so schwer ist, etwas zu finden. Und dann sind wir bei diesem Ausgangsdilemma, dass wir Kommunikation als etwas relativ Starres, Vorbereitetes sehen und etwas Langes. Also eine Social Media Content, gibt es den netten Begriff von Snackable Content. Also kurzweilige Inhalte, die mir einen Interaktionspunkt bieten. Ich habe einen Berührungspunkt mit der Marke, deswegen interessiert es mich kurz und habe mir irgendwas davon gemerkt. Und was aber Kommunikation bisher war, war eher so, wir haben uns hier eine Firmenbroschüre überlegt, die haben wir gedruckt, die hat 120 Seiten in Hochglanz und da kannst du dir, wenn es dich wirklich interessiert, alles anschauen. Aber das ist ja nicht mehr die Realität. Das heißt, wenn wir es runterbrechen, dann haben wir plötzlich wahnsinnig viel spannende Produktthemen, kleine Einblicke. Wir haben Themen aus HR, zu Kultur, zu Team, zu Entwicklung, zu was ihr alles tut, zu wer arbeitet dort. Wir haben Presse, also PR und Investor Relations. Wie sind die Geschäftszahlen? Was ist das soziale Engagement? Plötzlich merke ich, es mangelt überhaupt nicht an Inhalten als Organisation. Es mangelt daran, dass ich verstehe, dass ich es runterbrechen muss und zu einem Thema immer wieder kleine Happen erzähle. Weil kein Mensch, der nicht auf mich gewartet hat, sich den ganzen Sermon da durchlesen will, sondern nur Kleinigkeiten. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wer transportiert die Botschaft? Und da ist natürlich die Marke relevant, aber eben auch die MitarbeiterInnen. Warum? Das sind die Menschen, die am glaubhaftesten erzählen. Wir hätten den Vortrag auch so machen können, dass der Richie gesagt hat, ich kenne irgendwen bei LinkedIn, der schickt uns eine Broschüre. Dann hätte es auch ein paar Fakten gehabt, wo wir sind, wer wir sind, was los ist. Aber das Erlebnis, wenn eine Person erzählt, ist hoffentlich ein anderes, als wenn die Marke einfach sagt, da habt ihr unser PDF. Das ist kein nice to have.
Storytelling und die Erzählweise über Personen ist kein, mein Gott, wenn wir Zeit haben und uns leisten können, sondern es ist ein strategischer Vorteil, der am Schluss den Unterschied machen wird, wie Marken wahrgenommen sind, wie gut Produkte platziert sind, wie gut Recruiting funktioniert, wie die Wahrnehmung der Marke allgemein ist. Es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Nebeneinander. Es braucht die Marke, aber es braucht Personen. Und es wird jede Organisation Personen haben, die es eigentlich gern tun, aber einfach der Rahmen fehlt. Und jetzt kann man sagen, ja, okay, aber die paar Kontakte der Mitarbeiter weiß ich nicht und wir haben ja Follower und wir sind ja die Marke. Microsoft ist, glaube ich, eine Marke, die man im Großteil der Welt nicht erklären muss. Also fast alle haben Microsoft in irgendeiner Weise auf dem Computer und ganz für anderen Anwendungsbereichen im Einsatz und man kennt im Zweifel das Logo. Microsoft hat auf LinkedIn knapp 17 Millionen Follower. Bill Gates hat auf LinkedIn 35 Millionen Follower. Die Relation zu der Reichweite, zu der Interaktion, zu dem, wie die eigenen Mitarbeiter vernetzt sind versus der Marke, ist ein extremes Verhältnis. Und zwar hat sich LinkedIn einmal angeschaut, wenn man jetzt sagt, das Durchschnittsunternehmen hat x Follower, hat so und so viele MitarbeiterInnen auf LinkedIn und wie ist denn der Faktor, wenn ich die Kontakte der MitarbeiterInnen zusammenzähle und in Relation zu den Followern setze. Also wer hat mehr Reichweite, Sichtbarkeit, Multiplikatoreffekt, nennt es, wie Sie es wollt, nach außen. Es ist Faktor 10 zugunsten der eigenen Leute. Und da haben wir die Riesenbrands mit einberechnet. Wir haben es gesehen bei Microsoft. Jetzt, mein Bill Gates ist der Gründer, ist ja nicht mehr wirklich aktiv dort, aber trotzdem, er hat das Doppelte an Followern, das ist eine Person. Microsoft hat auch tausende Mitarbeiter, die man hier auf LinkedIn hat. Sprich, wenn ich die Säule Kommunikation über Personen, die automatisch dazu führt, dass ich eher persönlich, eher menschlich, eher ein bisschen nahbare erzähle und nicht irgendwie so Fakten runterwurschtel, rauskürzt, dann nehme ich mir einen extremen Hebel in der Kommunikation. Warum das aber passiert ist, weil wir aus einer Welt kommen, wo Kommunikation anders war, sehr kontrolliert, sehr über die Marke, eher lang und selten. Und wir heute in dem hyperventilierenden Social Media Zeitalter sind, wo immer wieder Impulse setzen muss, aber bitte kurze, knackige, damit es wen interessiert. Und das ist genau dieser Wahnsinnsbruch und das ist der Grund übrigens, warum ich euch von einer Filmrolle erzählt habe. Weil ein Teil des Marktes und Leute, mit denen ihr wahrscheinlich zusammenarbeiten werdet, durchaus noch in dieser Zeit verhaftet sind, wie sich's gehört, wie wir es immer gemacht haben und dort kommt es her. Und der Grund, warum es heute oft so schlecht funktioniert, ist, weil wir ein schnelllebiges Medium haben und eine langatmige und schwerfällige Kommunikation. Ich habe einmal gelesen, dass egal wie gut der Vortragende ist, würde mir jetzt ein solides Mittelfeld einschätzen, egal wie kreativ die Folien waren, egal was die Person dort macht, maximal 3 Punkte hängen bleiben. Maximal. Und ich würde es mir gerne aussuchen. Ich würde es mir gerne aussuchen, was hängen bleiben soll von dem Vortrag. Und das Erste ist, bleibt es im Gespräch. Sorgt für Regelmäßigkeit, egal ob als Person oder irgendwann in einer kommunikativen Rolle. Nicht dieses, wir haben jetzt einen Monat abgestimmt, jetzt gibt es einen Beitrag, sondern sorgt dafür, dass diese Wahrnehmung immer wieder befüttert wird über interessante Themen. Setzt auf die eigenen Leute. Niemand erzählt so spannend, so menschlich, so nahbar wie ein echter Mensch, kann die Marke nie mithalten und trauen wir uns etwas zu, auch im Business-Kontext, B2B, auf Human-to-Human zu setzen, also eine menschlichere, etwas emotionalere, etwas griffigere Erzählweise. Und jetzt bin ich fertig. Dankeschön und jetzt freue ich mich auf eure Fragen. Dankeschön, lieber Thomas. Ich habe während deines Vortrags im Chat immer mitlesen, da gab es ja schon einige Fragen. Fun Fact zum Thema Personen und Netzwerke. Ich glaube, wir hatten heute zwischendurch auf LinkedIn beim Livestream mehr Zuseher als auf Twitch. Ja, so schnell verbreiten sich Informationen. Das sieht man immer bei den Livestreams. Das ist, weil du vorher gesagt hast, Pflichtvorlesung. Es gibt ja keine Anwesenheitspflicht, man muss natürlich eine Prüfung machen. Das ist eine externe Motivation. Ja, bei genau. Livestreams ist das Feedback immer ganz, ganz brutal. Da sieht man aber am Counter, werden es weniger Leute, während man streamt oder kommen welche dazu. Ja. Also in dem Fall definitiv zweites Szenario. So, und damit, liebe Studierende, ich werfe einen Blick in den Twitch-Chat. Wenn Sie Fragen haben, gerne per Du, gibt es auf der Uni ja noch nicht. Dann natürlich sehr, sehr gern und ich switch auch zwischen den beiden Tabs. Wenn es noch Fragen an Thomas oder mich gibt im LinkedIn-Chat, dann ist jetzt der richtige Moment, in die Tasten zu hauen. Danke, Thomas. Thomas Herzberger hat vorher geschrieben, genau wegen der Folie mit dem Scrollstopper, da ist natürlich was dran. Das eigentlich ist ein zweistufiger Prozess. Das Visuelle ist genau genommen der Scrollstopper und der Text, der Teaser, der entscheidet dann sozusagen, ob man fortsetzt.
ich glaube, was ich noch hinzufügen möchte, weil für mich ist ein ganz zentrales Thema dieses Person über Kommunikationen abwickeln und ihr habt gesehen, dass die Sichtbarkeit 10-mal so groß ist. Das ist natürlich in den LinkedIn-Workshops immer ein Riesenthema und ist auch der Grund, warum Unternehmen immer mehr Ressourcen dafür einsetzen, ihre Mitarbeiter zu qualifizieren. Wir haben da so einen zweistufigen Prozess gehabt in der Entwicklung von Social Media. Früher mal, im vorigen Jahrtausend, war Unternehmenskommunikation dadurch gekennzeichnet, dass es klassischerweise eine Schnittstelle gab. Nicht notwendigerweise eine Person, sehr häufig eine Person in Form eines Pressesprechers oder einer Pressesprecherin. Dann kam irgendwann Social Media und man war in der Situation, dass potenziell viel mehr Leute über Unternehmensthemen kommunizieren. Und das war die Zeit der Social Media Policies. Da hatte Microsoft eine der coolsten überhaupt, B-Smart. Und andere Unternehmen haben da viel mehr Text verwendet. Und da war die Herausforderung eher, wie halten wir die Leute unter Kontrolle? Dass die nicht zu viel plaudern auf diesen Plattformen. Und dann ist LinkedIn gekommen und der ganze Boom im B2B-Bereich. Und jetzt dreht sich's um. Ich höre wenig von Social Media Policies, außer dort, was wirklich um rechtlich sensible Bereiche geht, medizinischen Bereich oder so. Sondern die Frage ist eher, wie kann man die Personen motivieren, sich dort aktiv zu beteiligen? Und was für mich dahinter steht, wenn wir uns überlegen, wie so eine Plattform ganz pragmatisch funktioniert. Ja, auf LinkedIn, ich sehe ein Status-Update im Feed. Werbung ist sowieso immer so von Haus aus ein gewisser Upturn. Wenn das ein Brand ist, ein Unternehmen, eine Marke, dann gibt es so eine Grundunsicherheit. Die muss man gar nicht bewusst erleben. Das kann auch durchaus unterbewusst passieren. Man weiß nicht, mit wem man da spricht. Ist das jemand in der Kommunikationsabteilung? Betreut das eine externe Agentur? Und diese grundlegende Unsicherheit, mit wem man kommuniziert, die führt auch dazu, dass wir seltener kommentieren. Man sieht es auf LinkedIn ganz typisch auch nicht nur an der Reichweite. Die Reichweite ist ja ein Resultat bis zu einem gewissen Grad. Selbst bei sehr erfolgreichen Company-Pages, die haben dann viele Likes und meistens wesentlich weniger Kommentare. Wenn eine Person kommuniziert, und egal, ob das jetzt der CEO eines börsennotierten Unternehmens ist, wo Leute in der Kommunikationsbranche vermutlich vermuten können, dass der das entweder nicht selber oder zumindest nicht ganz allein managt, sondern ein Team hat, haben wir trotzdem das Gefühl, wir kommunizieren mit dieser Person. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Ich würde den einen Punkt widersprechen oder zumindest etwas ergänzen. Und das ist das Thema Social Media Policies. Was ich wahrnehme in den Gesprächen mit Unternehmen, ist, dass Fehlen dessen auch ein Hindernis sein kann, weil die Leute nicht wirklich wissen, wo darf ich mich bewegen und wie geht's? Jetzt gibt es Unternehmen, die, wie du hast genannt, be smart, LinkedIn sagt ja zum Beispiel auch, act like an owner, also verhalte bitte so, wie wenn das Unternehmen dir gehören würde, und dann hast du schon selber so ein gewissen Ding, wo du sagst, da bewege ich mich. Aber es schadet nichts, einfach den Leuten ein bisschen ein Gerüst zu geben, wenn du zum Beispiel auch sagst, hey, es gibt gewisse Themen, da müssen die Experten und Expertinnen sich dazu äußern, sei es rechtliches, sei es die Geschäftszahlen. Das bringt nichts, wenn der Durchschnittsangestellte jetzt da irgendwie die Bilanz kommentiert. Und dann gibt man den Leuten einerseits eine Sicherheit, wo man sagt, schau, das sind so Grenzen, die berührt es einfach nicht. Und in dem Rest seid ihr einfach aber frei. Weil die Sorge, und das erlebe ich ganz viel, die es immer gibt, und das finde ich recht interessant, ist die Sorge vor dem Shitstorm. Und der Shitstorm ist ja so quasi die Naturgewalt im Internet. Das ist wie wenn du sagst, ich hab so Angst vom Vulkanausbruch. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemals in die Situation kommen, bei zu nah einem Vulkanausbruch zu sein, ist extrem gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen in einen Shitstorm gerät, ist extrem gering. Gibt es deswegen nicht? Na, stimmt, natürlich gibt es. Aber quasi alles kommunikativ zu ersticken, weil der theoretische Extremfall, Naturereignis, Shitstorm sozusagen eintreten könnte, ist die falsche Taktik. Wenn du sagst, was sind denn Themen, die das vermeiden können, wie können wir uns denn smart verhalten, sodass wir eben nicht irgendwie ungeschickt kommunizieren, dann ist das der richtige Ansatz. Aber wir haben so diese Urangst, dass irgendwas im Internet schief geht, die sitzt sehr tief. Da hast du vollkommen recht. Übrigens eine kurze Anekdote zu dem Begriff Shitstorm. Ich war mal eingeladen in den USA auf einer Konferenz und habe dann dort diskutiert mit ein paar Kollegen und irgendwie sind wir auf Social Media dann auch zu sprechen kommen und die Herausforderungen in Österreich, und ich habe dann damals gesagt, das war vor etlichen Jahren, a lot of Austrian companies are worried about potential shitstorms. Und die schauen mir alle an und sind niedergebrochen, haben voll lachen angefangen und gesagt, worried about what? Und about shitstorms. Und die haben das irgendwie schon verstanden, was damit gemeint hat, wie ich auf das Wort komme. Und ich habe danach recherchiert. Und tatsächlich, das hat irgendwann der Sascha Lobo, das ist der deutsche Spiegel. Kein Englisch. Der hat das irgendwann erfunden.
und zumindest damals, Amerikaner kannten das überhaupt nicht. Und es muss relativ lustig wirken, wenn man das Wort in den Begriff kommt. Aber es trifft ja ganz gut. Thomas, wir haben eine sehr, meiner Ansicht nach, sehr spannende Frage von Sophie aus dem Twitch-Chat. Und zwar, mich würde mehr zu Herrn Geiswinklers Werdegang interessieren. Wo haben Sie diese Herangehensweise unter Anführungszeichen gelernt? Ich glaube, die Anführungszeichen stehen auch dafür, dass man das sozusagen auch nicht an der Uni oder an irgendeinem Masterstudium machen kann. Wie war das bei dir? Ich habe ganz oft die Frage, ob wir bei LinkedIn quasi einen Startvorteil haben, weil wir ja quasi im Ding schon sitzen und dann geschult sind und dann der Gegenteil ist der Fall. Wir sind extrem frei und LinkedIn sagt, macht's mit eurem Profil, was ihr wollt. LinkedIn sagt nicht, du bist jetzt Repräsentant von LinkedIn und das musst du tun. Und ich habe für mich aber erkannt, dass viele von uns auch eher passiv auftreten, zwar solides Profil ausgefüllt haben, aber nicht wirklich kommunizieren und dass sich eine Art Lücke am österreichischen Markt aufgetan hat, wo man dachte, wenn du, ich meine, so, das ist kein Zufall, dass ich halt bei dir Gast bin, irgendwo gesehen werden willst für deine Themen, dann musst du spannend erzählen. Und dann musst du, ich bin ja eigentlich ein Vertriebler, also ich bin ein Verkäufer der Produkte von LinkedIn. Und wenn du aber nur als Verkäufer wahrgenommen wirst, ist es schwierig, dass wer wirklich gern mit dir spricht. Wenn du aber mit Inhalt und den eher etwas unkonventionell aufbereitest, dann funktioniert das sehr gut. Habe ich das immer schon gewusst? Nein. Ich habe erkannt, was andere gut machen und warum mir Beiträge gefallen und dann versucht, das nachzuahmen. Wenn ich ganz ehrlich bin, waren meine Anfänge vor 4 Jahren aus heutiger Sicht fast peinlich, weil es ein gestellter Versuch war, zwar nicht über das Produkt zu reden, aber trotzdem das Produkt irgendwie reinzubringen. Und irgendwann habe ich gemerkt, darum geht es nicht. Wenn du dir eine Marke aufbauen möchtest, Sichtbarkeit möchtest, dann ist ein authentischer Ort zu kommunizieren wichtig, die bei mir eher eine sich selbst nicht so ernst nehmen, viel mit Humor und trotzdem fachlich was da lassen ist. Und so habe ich gemerkt, das funktioniert. Und zum Thema Lernen, es gibt einfach ein paar Hausaufgaben. Das ist das eigene Profil und das ist der nach und nach Aufbau von einem gescheiten Netzwerk. Die absoluten Zahlen, da verwehre ich mich dagegen, sind nichts sagen. Ihr könnt Leute sehen, die haben 30.000 Follower, sie sind irgendwo auf der Welt und sie werden wenig Sichtbarkeit erreichen, relevant. Denn es gibt Leute, die sind in der Nische sehr gut vernetzt und bedienen perfekt ihr Publikum und sind dort in dem Markt, in dem sie halt tätig sind, gesehen und bekannt. Also Aufbau von einem Netzwerk und dann sich einfach trauen. Das Schlimmste, was mit einem Social-Media-Beitrag passieren kann, ist, dass keiner interessiert. Tut manchmal weh, wenn es viel Aufwand war, aber es ist kein Risiko. Ich lehne mir ja nicht mit irgendwas aus dem Fenster, wo ich dann eine draufkriege. Und so habe ich es angefangen. Also habe ich es gelernt. Nein, es war wirklich Learning by Doing. Ich finde das, ich kann das nur unterstreichen. Ich weiß oder ich sehe ja wirklich, dass das bei euch bei LinkedIn keine Geschichte ist, dass es keine Vorgaben gibt, wie ihr auftreten sollt. Sie folgt einigen amerikanischen Creator-Managern und Entwicklern und so. Und das ist sehr spannend auch zu beobachten. Da gibt es natürlich wie überall bei LinkedIn genauso Leute, die sind eher, sagen wir mal, vorsichtiger. Und wenn LinkedIn halt Top Voices Bericht oder irgendein Dokument veröffentlicht, dann posten die das und schreiben einen Kommentar dazu. Und dann gibt es andere, die machen mehrfach seitenlange Analysen über einen Creator-Manager gibt es, der beschäftigt sich sehr intensiv mit afroamerikanischer Kultur, Hip-Hop und der macht immer Postings, wo man Songs erraten muss und so. Und das ist ein andere Posten-Excel der Welt. Ich mag das total. Ich habe die Schnauze so voll von homogenen Unternehmensauftritten und ich glaube, das ist ein Aspekt, der wirklich dazugehört zur Diversität. Aber wir haben noch einige Fragen, also will ich gar nicht zu sehr ins Plaudern kommen. Erstens mal, toller Vortrag, heißt es im Twitch-Chat, von mehreren, kann ich auch noch unterstreichen. Jules Rules möchte wissen, und ich glaube, das ist auch eine Frage, die für viele hier sehr spannend ist, heißt das eigentlich, dass man, wenn man ein LinkedIn-Profil hat, dort unbedingt aktiv sein muss, um seriös zu wirken? Oder reicht es, ein ordentliches Profil angelegt zu haben, um eine halbwegs gute Online-Präsenz zu haben? Wie siehst du das? Ja, also mit Seriosität hat es nichts zu tun. Nicht seriös, jetzt mal wirklich meine private Meinung, ist ein schlecht gepflegtes Profil. Es ist der digitale Ersteindruck. Ich gebe einen Namen ein, es ist bei Google hochgerankt, ich lande auf deinem LinkedIn-Profil, ich denke mir, boah, am Foto ist der halbe Arm vor irgendeiner Person, man erkennt es nicht schlecht, das ist irgendwie nicht aktuell, dann ist es jetzt nicht, boah, die Person ist unseriös, aber irgendwas im Hinterkopf lässt einen etwas schalen Beigeschmack da. Also digitaler Ersteindruck, definitiver Fall. Schaut, dass ihr so wahrgenommen werdet, wie ihr wollt. Gibt es eine Wertung mit Person A ist besser, weil sie postet als Person B? Nein, weil es ist letztendlich auch für viele einfach nur der Online-CV. Aber was du dir zum Vorteil nutzen kannst, ist natürlich über Beiträge auch eine gewisse Expertise zu zeigen, eine gewisse Vernetzung, eine gewisse Teilnahme am Markt. Also man wird einfach anders gesehen, wenn ich merke, schau, ich habe x gemeinsame Kontakte, die Person war dort, hat dazu was kommentiert, hat eine schlaue, vielleicht auch
Gegenmeinung zu einem Thema. Das alles zahlt wiederum auf diesen digitalen ersten Eindruck ein. Aber seriös würde ich jetzt nicht sagen, dass es mehr, also seriöser ist, weil ich Beiträge habe. Aber generell gut ausfüllen und schauen, dass man die Aussage über sich trifft, die man denn ja, machen möchte. Ja, ich sehe das ganz genauso. Es ist eine aufbauende Geschichte. Umgekehrt wäre es sinnlos, regelmäßig Beiträge zu posten und sich vorher nicht ums Profil zu kümmern. Das wäre, da würde man sehr viel vergeben, weil man muss sich auch darüber im Klaren sein, wenn man tolle Beiträge schreibt, für Kommentare gilt übrigens genau das Gleiche, dann führt es ja auch dazu, dass manche Leute, die noch nicht kennen, darauf aufmerksam werden und die schauen halt dann sehr häufig aufs Profil. Mhm. Anschlussfrage auch von Jules Rules. Und wie kritisch ist der private Instagram-Auftritt heute noch? Also kann ich heute eher posten, was ich will, oder muss ich immer noch aufpassen? Ich möchte ein privates Beispiel nennen. Ich habe einen Geschäftskontakt, eine Frau, und suche sie auf LinkedIn, und sie hat ihr LinkedIn so eingestellt, dass man das Bild nur sieht, wenn man vernetzt ist, auch den Nachnamen nur, also wenn man den ganzen Namen kennt, findet man sie, wenn man auf ihr Profil so stoßen würde, war der Nachname abgekürzt. Dagegen ist gar nichts zu sagen, weil ich bin der festen Überzeugung, jeder soll seine Datenschutzeinstellungen wählen, wie er sich wohlfühlt. Bedeutet, wenn ich nicht mag, dass jemand, den ich nicht kenne, mein Bild sieht, wunderbar. Ich finde es nicht so gut aus einer Branding-Sicht, weil dadurch bin ich anonym. Aber die gleiche Person, habe ich dann gegoogelt, hat ein sehr offenes Instagram-Profil, wo durchaus viel Strandfotos waren. Jetzt ist halt die Frage, bin ich isoliert im Internet, also quasi LinkedIn seriös und Dings ganz anders? Nein, ich bin zum Beispiel auf Twitter rein privat, ich mache dort gar nichts beruflich, also ich bin ein politischer Mensch. Also es wäre nicht schwer herauszufinden, auf welcher politischen Seite, Überraschung, es ist die Linke oder die Mitte links, ich sage es einfach dazu, müssen wir nachschauen. Ich stehe, wenn man einfach meinen Namen gibt, auf meinem Twitter-Profil sieht und irgendwie merkt, wo stehe ich politisch. Also es ist etwas naiv zu glauben, das ist voneinander getrennt. Ich sag gar nicht, was man jetzt machen soll, aber man darf nicht glauben, nur weil jetzt ich habe auf LinkedIn, bin ich stockseriös, irgendwas. Außer ich spiele mit den Dingen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich bin einfach im Privaten ein super cooler Hund, aber ich bin Steuerberater und da gehört der Anzug dazu und vertrete es dann dort. Es sollte nur kein krasser Widerspruch sein, weil die Leute googeln einen einfach. Und für die wirklich fragwürdigen Sachen gibt es ja dann immer noch OnlyFans. Ja, genau. Und eine letzte Frage, auch sehr, sehr interessant, weil sozusagen stellvertretend, denke ich, für eine Reihe von Fragen, die man das so hat. Marcella oder Marcella Mondes möchte wissen, wie groß ist der aktive Anteil der österreichischen oder in Klammer Wien Wirtschaft im Bereich Kunst auf LinkedIn? Entschuldige, was war die Frage? Wie groß ist der aktive Anteil der österreichischen Kunstwirtschaft, sage ich mal, also Sektor Kunst auf LinkedIn? Das kann ich spontan nicht beantworten. Also das kann ja, man können, ich wollte gerade sagen, wir können da natürlich keine Zahl nennen, aber für solche Fragen gibt es tolle Möglichkeiten. Entweder man hat einen Sales Navigator Zugang, das haben natürlich viele nicht, dann kann man selber recherchieren. Braucht man allerdings recht großes Netzwerk. Die zweite Möglichkeit ist, wenn ihr solche Fragen beantworten möchtet, auch im Rahmen von vielleicht Forschungsarbeiten oder der eigenen Planung. Es gibt ja von LinkedIn den Ad-Manager. Wir haben uns vorige Woche und vor zwei Wochen über das Thema Social-Media-Kampagnen und Kampagnenplanung unterhalten. Ich habe da kurz den LinkedIn-Ad-Manager auch hergezeigt. Man kann sich da registrieren. Man muss auch keine Kreditkarte hinterlegen. Man muss eine Kreditkarte hinterlegen, wenn man Werbung schalten möchte, logischerweise. Aber registrieren kann man sich dort einfach so. Und in den Targeting-Optionen, wenn man jetzt einstellt, zum Beispiel Gegend Wien unter bestimmte Branche, dann kriegt man diese Prognosen, wie viele Leute es dort gibt. Das sagt noch nichts aus drüber, wie viele von diesen Nutzern wirklich aktiv sind. Und zweite Sache, mit den Branchen ist immer so eine Sache, wenn jetzt jemand in einem Museum arbeitet, dann würde man natürlich sagen, der ist in der Kunstbranche aktiv. Aber es gibt viele Leute, die sind im Museum, zum Beispiel Buchhalter, und die tragen dann bei der Branche Buchhaltung ein. Also da ist auch noch eine Verfälschung, man könnte es über die Jobtitel probieren und man wird auf keine genauen Zahlen kommen, aber man kann da mit Recherche sich ein wenig daran annähern. Ja, genau. Der zweite recht simple Trick wäre, dass man einfach in der linken Suche oben einmal gewisse Stichworte abfragt und einfach schaut, wie viele Treffer habe ich denn an Personen. Es ist pauschal nämlich wirklich nicht zu beantworten. Es gibt zwei Säulen, wo LinkedIn von der Demografie, also den Leuten, die wir haben, schwächer ist als die Population oder bis hin zu fast nicht existent. Das sind ganz junge Menschen, also junge Teens haben kein LinkedIn-Punkt. Also Lehrlingsmarketing auf LinkedIn wäre gnadenlos fehl am Platz, die Leute haben kannst. Und Menschen, die vor allem im deutschsprachigen Raum Richtung Pension gehen,
weil dort oft das Thema Vernetzung, Arbeitgeberwechsel, Potenzial, also potenzieller Wechsel schon immer da ist und da geht die Kurve so runter. Ansonsten ist es sehr divers. Also ich kann es pauschal gar nicht sagen, man müsste einfach mal reinschauen. Ja. Und eine Frage, die glaube ich gerade für die Studierenden hier sehr spannend ist, weil man ja zu Beginn häufig in der Situation steht. Sophie fragt, was raten Sie Leuten, die keine bis wenig Berufserfahrung haben, wie sie ihr LinkedIn-Profil interessant gestalten können? Ja, die Sorge, die höre ich oft, aber die ist unbegründet, weil es ist ganz klar, dass man, wenn man beginnt, also nicht fachspezifische Praktika hat oder die Berufserfahrung, wo man anfangen möchte, weil man steht im Studium. Nichtsdestotrotz würde ich einen Faktor nicht unterschätzen, das ist das Thema Stichwörter. Ein Stichwort kann sein, ich habe Erfahrung in X. Ein Stichwort kann aber auch sein, ich habe Interesse in X. Und was die Leute machen, ist, sie suchen wen. Jetzt zum Beispiel, der Vorteil unserer Zeit ist ja, dass mehr gesucht wird von Unternehmen als Arbeitnehmer am Markt sind. Sprich, wir können es uns im Zweifel schon fast aussuchen. Aber wenn ich es halt schwer mache, mich zu finden, dann bin ich vielleicht einfach ausgefiltert, nicht weil ich nicht passen würde, sondern weil mich wer nicht gefunden hat. Recruiter beispielhaft suchen einfach nach Schlagworten. Die sagen dann, ich nehme jetzt irgendwas, Wien, Kunst, irgendwas und würden dann Leute finden, die diese Begriffe drin haben. So, wenn ich das jetzt nicht über Berufserfahrung habe, dann kann ich es über den Infoteil steuern, dass ich einfach schreibe, was sind meine Stärken. Ihr macht es eine Ausbildung, ihr könnt es als Erfahrung im Studium, was sind eure Kurse, was habt ihr da gelernt. Also es gibt immer Möglichkeiten, das einzubetten. Einen Tipp, den ich habe, wenn man schon ein paar Sachen gemacht hat, dann würde ich immer dafür sorgen, dass das, was mich mehr interessiert, ein gewisses Übergewicht hat. Ich möchte es kurz erklären. Ich habe begonnen als Unternehmensberater, ist ganz stark um Finanzen gegangen, habe gemerkt, das interessiert mich weniger und ein kleinerer Teil war das Thema Vertrieb. Wenn du heute auf diese Station in meinem Profil schauen würdest, dann schaut es aus, wie wenn ich ganz viel Vertrieb gemacht habe und ein bisschen Finanzen. Das ist nicht gelogen, es ist etwas optimiert. Warum? Weil für mich wichtig ist, dass man erkennt, das ist ein Mensch, der ist schon recht lang im Vertrieb und weniger wichtig ist, dass ich vor 10 Jahren in Frankfurt irgendwas mit am Finanzmarkt gemacht habe. Also, dass man einfach etwas die Dinge raushebt, die am wichtiger sind und bitte nicht einen Fehler machen und zwar davon ausgehen, dass irgendjemand versteht und weiß, was man tut. Ich habe mein Beispiel gebracht. Ich bin Enterprise Account Executive. Keiner, niemand, ein paar Kollegen intern wissen, was ich da tue. Das heißt, wenn ich es nicht über Schlagworte erkläre, werde ich nicht gefunden. Und ein LinkedIn-Profil schaut natürlich sehr aus wie ein Lebenslauf und ist es bis zu einem hohen Grad auch. Aber was wir immer, das finde ich auch vielleicht einen guten Hinweis zu dieser Frage, was wir in den Workshops immer Leuten sagen, die teilweise auch sehr, sehr lange Berufserfahrung haben, über die etliche Zeitungsartikel gibt, die viel hätten, um es über sich zu erzählen. Das ist fad, weil eure Profilbesucher sind nicht so sehr daran interessiert, was ihr gemacht habt. Die wollen lieber wissen, was ihr für sie tun könnt. Und das ist ein Ansatz, den man in jeder Situation verwenden kann. Genau wie der Thomas vorhin gesagt hat, Erfahrungen aus dem Studium, auch so etwas wie Visionen für die Branche. Ja, es gibt Visionen für die Medienbranche, gerade für die Medienbranche, eine ganze Menge. Also da kann man nicht glauben, dass sozusagen viel, eine lange Liste an Jobstationen oder so, das ist, was Recruiter beeindruckt. Und natürlich, das ist überhaupt ein Punkt, kann ich überhaupt nur unterstreichen mit der Keyword-Suche. Natürlich wird man nicht gefunden, wenn man keinen Infotext und keine Keywords im Slogan hat. Das kann wirklich jeder instant machen. Am besten gleich jetzt nach der Vorlesung hinsetzen und überlegen, welche Keywords kann ich auf mein Profil sinnvoll integrieren. Ja, und dann ist das so, ein LinkedIn-Profil ändert sich im Zweifel über die Zeit. Weil wenn ich ganz jung bin oder gerade berufssuchend bin, wechseln mag, dann wirkt es eher wie, ich stelle mich als Talent dar. Wenn man irgendwie wie ich jetzt angekommen ist, nicht vor, gerade dass man wechselt, dann stelle ich mich ganz anders. Da geht es viel mehr darum, ich möchte über die Marke LinkedIn als Ansprechpartner wahrgenommen und erzähle dazu, was ich eigentlich da treibe und was meine Ansicht zum Markt ist. Und unten sieht man halt, was ich beruflich mache, ist gerade nicht so relevant. Und beides ist richtig, je nach Zeit. Das heißt, einfach ein bisschen schauen, wo stehe ich gerade und werde ich so wahrgenommen, wie ich wahrgenommen werden möchte und werde zu den richtigen Themen gefunden. Das ist ganz wichtig. Ja, absolut. Gut, dann danke ich allen fürs Dabeisein auf Twitch und auf LinkedIn. Danke für die spannenden Fragen. Wie gewohnt, Aufzeichnung folgt. Lieber Thoman, danke dir fürs Dabeisein. Dankeschön. Ich wünsche noch einen fantastischen Frühjahrs-Mai-Tag. Wir sehen uns nächste Woche nicht, da ist Feiertag, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber übernächste Woche. Dankeschön und schönen Donnerstag noch. Servus. Dankeschön. Ciao.